In diesem Video gebe ich euch drei Tipps, wie ihr bei euch zu Hause das Streichen einfacher macht. Bevor wir mit dem Streichen anfangen, ist es wichtig, dass wir uns vorher einmal Gedanken machen, für welche Farbe entscheide ich mich überhaupt. Hierbei gibt es zwei wichtige Punkte, die ganz entscheidend bei der Farbauswahl sind, nämlich die Nassabriebklasse und die Deckkraftklasse. Ihr müsst mal auf das Kleingedruckte bei eurem Eimer achten, denn dort steht hinten sehr oft drauf, welche Nassabriebklasse und welche Deckkraftklasse wir haben. Von 1 das Beste bis 3 das Schlechteste. Ich kann euch das mal kurz in einem Beispiel erklären. Die Deckkraftklasse 1, da müssten wir die Farbe wahrscheinlich nur einmal streichen und würden einen deckenden Anstrich hinbekommen. Bei der Deckkraftklasse 3 müssten wir das Ganze bestimmt 2 bis 3 Mal streichen, um einen deckenden Anstrich hinzubekommen. Bei der Nassabriebklasse 1 können wir mit einem feuchten Schwamm über die Farbe wischen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Farbe auf unserem Schwamm bleibt. Wenn wir eine Nassabriebklasse 3 haben, würden wir mit einem feuchten Schwamm über die Farbe wischen und würden die ganze Farbe runterholen und die wäre dann auf unserem Schwamm. Und deshalb sage ich immer, Deckkraftklasse 1 und Nassabriebklasse 1 sind wirklich zwei sehr wichtige Punkte. Tipp Nummer 2 an euch. Ganz wichtig, bevor wir streichen, einmal die angrenzenden Flächen abzudecken und abzukleben. In diesem Fall wollen wir diese Wand streichen und haben deshalb unsere Wandseiten links und rechts sowie die Decke und den Fußboden einmal vernünftig abgedeckt und abgeklebt. Somit sind wir auf der sicheren Seite, dass unsere Farbe nur auf dieser Wand landet und wir keine anderen Wandseiten schmutzig machen. Zum Abkleben empfehle ich euch unser Folientesa. Das hat den Vorteil, es ist ein Klebeband und eine Folie in einem. Das können wir uns richtig schön hier aufkleben und können die Folie rausziehen und haben somit alle anliegenden Flächen richtig schön geschützt. Wenn wir mit dem Abkleben drumherum einmal fertig sind, können wir jetzt auch schon zum Streichen kommen. Und hierbei ist es wichtig, dass wir in den Ecken einmal vorweg mit unserem Pinsel durcharbeiten. Dafür machen wir uns etwas Farbe auf dem Pinsel und können das dann schön durch die Ecken einmal durchstreichen. Anschließend ist es wichtig, dass ihr euch eure kleine Rolle schnappt, die schön in Farbe eintaucht und überall dort, wo ihr mit dem Pinsel wart, einmal hinterher rollt. Und auch da richtig schön gleichmäßig von oben nach unten die Fettkanten überrollen. Das Ganze machen wir, weil der Pinsel eine andere Struktur erschafft als die kleine Rolle und wir wollen am Ende ja dasselbe Strukturbild haben und deshalb ist es wichtig, dass ihr mit einer kleinen Rolle hinterher rollt. Wenn wir mit dem Streichen drumherum einmal durch sind, können wir das Ganze anschließend mit unserer großen Rolle verschlichten. Dafür schnappe ich mir ganz gerne einen Teleskopstab, denn das macht mir das Arbeiten definitiv leichter und ich kann ohne Probleme von oben nach unten durchstreichen, ohne mich groß anstrengen zu müssen. Ich sehe immer wieder im Freundeskreis oder bei anderen Leuten, dass sie das Ganze ohne Stange machen und dann müssen sie sich jedes Mal von oben nach unten bücken. Und Leute, das macht einfach nur den Rücken kaputt. Bitte holt euch so einen Stab, denn damit ist das Arbeiten viel angenehmer. Wenn wir dann zum Zustreichen der Fläche kommen, nehmen wir uns die große Rolle, gehen damit einmal in unseren Farbeimer rein. Einmal schön hier umdrehen. Und setzen dann unsere Farbrolle fast oben an und rollen einmal von oben nach unten durch. Schön gleichmäßig, immer hoch und runter. Das Ganze machen wir dann ungefähr 1,5 bis 2 Rollenbreiten breit. Und wenn wir das gemacht haben, ist auch die Farbe in der Rolle leer und wir müssen direkt wieder in den Eimer reingehen und neue Farbe nehmen. Bitte fangt ja nicht an, dass ihr hier mit der Rolle, oh, da ist ja noch Farbe drin, hier kann ich richtig schön noch weiter streichen, ein bisschen geht noch. Macht das nicht, denn somit habt ihr unterschiedliche Farbaufnahmen und habt hinterher kein gutes Ergebnis. Deshalb nicht sparen und nach 2 Rollenbreiten immer wieder in den Farbeimer zurück und so weiter streichen.